Zu Beginn der Trainingsstunde bilden alle Kinder und ihre Trainer einen Kreis. So kennt man es auch von anderen Teamsportarten. Das stärkt den Zusammenhalt und das Gruppengefühl. Unter den Teilnehmern beim Rollstuhlbasketball sind sowohl Rollstuhlfahrer als auch Fußgänger. Doch sie alle sitzen in einem Rollstuhl. Schließlich sollen die Voraussetzungen für alle gleich sein. Für die Kinder und Jugendlichen ohne körperliche Behinderung ist diese Umstellung aber kein großes Problem. Und die Begegnung auf gleicher Augenhöhe fördert ganz nebenbei das Verständnis füreinander. Rollstuhlbasketball ist halt auch eine Teamsportart. Ja, es ist sehr telegen. Also wir haben Rollstuhlbasketball ist massentauglich. Man kann das sehr gut auch im Fernsehen zeigen. Und es ist natürlich sehr inklusiv. Das heißt also, bei uns ist es erlaubt, dass auch Fußgänger im Rollstuhl sitzen und die können mit uns Sport zusammen treiben. Und das macht es für uns manchmal sehr einfach. Und es ist auch einfacher, da quasi Kinder, die keine Behinderung haben, zu integrieren. Und das macht das Miteinander unter den Kindern einfach wesentlich einfacher. Die Verständigung und da spielen Behinderungen auch gar keine Rolle mehr. Die Fußgänger unter den Kindern benötigten nur eine kurze Eingewöhnungszeit an den Rollstuhl. Denn Kinder lernen schnell. Beim Training kann man die Rollstuhlfahrer von den Fußgängern schnell nicht mehr unterscheiden. Eine Herausforderung bleibt der Rollstuhlbasketball dennoch, da nicht nur das Fortbewegungsmittel die Aufmerksamkeit erfordert. Beim Rollstuhlbasketball ist die Koordination der Hände, dass man quasi den Ball und den Rollstuhl koordinieren kann. Das Rollstuhlfahren erlernen Kinder relativ zügig, weil sie doch sehr bewegungsfreudig sind und das erlernen möchten. Ja, aber dann die Koordination mit Ball und dann auch den Rollstuhl in die freien Räume zu bewegen. Und das ist dann nicht so einfach und das stellt die Schwierigkeit dar. Im Fußgängerbereich läuft man halt mit seinen Beinen zum Korb und braucht nur den Ball zu dribbeln. Und bei uns muss man halt die Arme zum Dribbeln nehmen und halt auch den Rollstuhl anzutreiben. Und das ist das Schwierige an der Sache. Für die Kinder steht der Spaß am gemeinsamen Spiel immer im Vordergrund. Für das Basketballtraining werden allerdings spezielle Rollstühle benötigt. Dabei ist der Verein auf Spenden angewiesen. Auch in diesem Punkt unterstützen die Jenaer Stadtwerke. So können die Junior-Kapuz ausgelassen toben und in verschiedenen Spielen ihre Fähigkeiten trainieren. Denn die Spezialstühle sind extrem robust. Bei den Spielen ist für jeden etwas dabei. Auch wenn die jungen Teilnehmer ihr Hobby aus verschiedenen Gründen betreiben. Weil man dann im Rollstuhl fährt und weil man dann auch viele tolle Spiele macht. Und meistens beim Cups, da gibt es immer was Leckeres zu essen. Dass wir auf die Körbe spielen. Weil Leonie hier ist und mein Bruder. Dass wir auf die Körbe werfen. Und dass wir spielen. Dass wir ganz neue Dinge lernen, was wir mit dem Rollstuhl alles machen können. Lars Christing sieht im gemeinsamen Spiel besonders die Chance, aufeinander einzugehen, Rücksicht zu nehmen und die jeweiligen Stärken zu nutzen. Für die Zukunft der Kapuz wünscht sich der Vereinsvorsitzende vor allem eines. Dass wir alle gesund bleiben und dass wir das weiter auf dem Niveau mithilfe der Stadtwerke und anderen Sponsoren, die wir noch haben, weiter so auf dem Niveau machen können. Wir haben sehr viel Freude an unserer Arbeit und die ist auch sehr wichtig, weil viele Kinder doch in ihrem, gerade die behinderten Kinder in ihrem Freizeitbereich oder in der Schule, weniger Sport treiben. Und da ist es ganz wichtig, dass sie wenigstens einmal in der Woche hier bei uns richtig gefordert werden und sich austoben können. Das schätzen auch die Eltern, die ihren Nachwuchs kräftig anfeuern. Für die etwa 30 Kinder und Jugendlichen ist dieser Sport die perfekte Kombination aus Freunde treffen, sich auspowern und die eigene Geschicklichkeit verbessern. Und was könnte schließlich schöner sein, als das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden?